Willkommen bei dem Polterabend von Stefan Mürrisch. Wir sind jetzt live dabei, kurz vor Mitternacht, um jetzt hier noch die letzten Porzellanscherben aufzukehren. Ich muss was einwerfen. Das ist nicht bloß Stefans Polterabend, sondern auch Bettinas Polterabend. Nicht, dass man das irgendwie verwechselt. Also, er ist da leicht unterschwellig, er denkt nur an die Männer, finde ich auch gut. Ich finde aber die Frauen auch ganz toll. Ne? Und im Leben gehören nun mal beide dazu. So live, wenn er mich jetzt einfach mal ablenkt, finde ich das eigentlich scheiße. Weil, wenn ich einmal mit rede, ja, dann doch mal Stefan Film hier. Und er macht das echt cool. Und jetzt hat er sogar einen tollen Besen, der ihm einfach mal ein bisschen Frau Dynamik mitbringt. Und seine Frau, ganz dynamisch, macht alles noch viel schneller. Die hebt hier einfach nochmal den ganzen, das ganze Niveau. Weil, guck mal, was die wegkaufelt, das tun sie in einem Jahr. Wenn alle so viel arbeiten würden. Aber was ist wieder scheiße, finde ich, das ist so laut. Da kriegt keiner irgendein Gespräch zustande. Da gibt man sich Mühe, das hier ein bisschen zu kommentieren, ein bisschen sinnvollen Beitrag zu bringen und so. Aber nee. Die versauen das, wenn die hier einfach so einen Krach machen. Und was ich auch vermute, dass im Grunde gleich hier der Schlägertrupp kommt, der hier erstmal den beiden einen so richtig über den Nischel dreht. Und was dann? Wir gehen da wieder rein. Wir kennen die nicht. Weil das braucht nicht da sein. Übrigens, ich habe noch nicht viel getrunken. Also ich halte das nur von Stefan. Also nicht so einer denkt, ich habe was getrunken. Aber ich hatte eine scheiß Herfahrt. Ich merke was aus meinem unterschwelligen Ton. Aber die sind ja auch schon fast fertig, also die Show ist fast zu Ende. Wir sind schon trainiert hier. Kann dann auch schnell zu Ende gehen. Oh, jetzt ist Teamwechsel, also man merkt, die beiden wohnen schon zusammen, schätze ich mal. Ich habe beide heute das erste Mal gemeinsam gesehen, vorher waren sie immer getrennt Party machen. Aber es scheint, als hätten sie schon mal was miteinander zu tun gehabt. Warum die aber immer so laut machen? Gibt es eigentlich noch mehr Scherbeln? Sowas wie das Auto, ist das auch schon verscherbelt? Gehört das irgendjemand? Dann kann man das mal mitmachen hier. Weil das müsstest du dann nämlich auch wegräumen und Verantwortung dafür zeigen. Ist es nicht so, dass man am Polterabend so alles kaputt machen kann? Alles? Alles? Ich würde jetzt glatt mit dem Auto anfangen. Weil wenn ich mit dem Auto jetzt anfange, dann würde ich sagen, wird die Ehe richtig scheiße beginnen. Enden wird sie natürlich super, aber beginnen ist natürlich problematisch. Wenn ich mal ganz pingelig sein darf, hier liegt noch. Guck mal her damit. Ich bin hier mal ganz anständig. Ich räume hier 50% der Teile schon selbst weg. Ja, fast gar nichts gemacht. Also ich. Habt ihr eigentlich was dafür bezahlt, dass ihr so viel Dreck machen dürft? Also ich würde das auch gerne, also so einen kleinen Paar. Oh nee. Ey, du Umweltschänder. Ja. So, jetzt haben wir's.